Hallihallo und herzlich willkommen bei der zweiten News-Folge von meinem Pixelmon-Server Drake. Ja, es hat sich ja ein bisschen was geändert. Ich habe ein paar Pokémon gesammelt. Drei davon sind Shinies. Zum ersten das Tentoxa, dann das Georock und das Vati. Dann habe ich noch ein relativ kleines Impoleon und wo ist der Drache? Hallo? Da. Ein Glurak da in Minigröße. Das ist ganz klein. Okay. So. Dann hat sich ein bisschen am Spawn was geändert. Ich habe hier die Farbe ersetzt, ein paar neue Schilder und Regeln hingetan. Da hat jemand ein bisschen übertrieben mit dem Airship, darum ist es verboten. Das Airship ist sowieso ein bisschen zu gecheaty. Darum will ich das auch nicht sehen auf dem Server. Und deshalb sind sie verboten generell. So, könnt sonst nicht mehr joinen, weil ja der Server erstmal abstürzt und zweitens dann nicht mehr auf den Server könnt, weil ihr dann sofort immer gekickt werdet, weil das Game ja nicht aushält, dann werdet ihr immer wieder rausgeworfen. So, dann keine Spielerhäuser plündern, das hat auch einer provoziert und muss ich sein tun. Oder auch kein PvP. Ich habe gestern jemand, der mich die ganze Zeit mit der Faust geschlagen hat, auch gebannt, aber nur für kurze Zeit, also für ein paar Sekunden. Einfach, das will ich nicht, auch wenn es nur zum Spaß war. Ja. So, dann kam eine Psycho-Arena hinzu. Das hat mein Kollege und zweiter OP mal gemacht. Die ist dann dort hinten. Die zeige ich euch gleich. Und wie ihr seht, habe ich dort oben einen Leuchtturm gebaut. Jetzt bin ich gerade an der Treppe. Die geht dann hier so hoch und dann hier rüber. Weil ich kann sie nicht einfach hier zickzack runter machen. Und so. Das sieht erstens nicht so schön aus und zweitens sehr schwer mit Ressourcen zu die Ressourcen zuerst mal zu bekommen und so. Das habe ich eigentlich auch schon gesammelt. Hier habe ich ein riesen Loch gebaut bis ganz unten, Ebene 12. Und ja, das ist bei mir jetzt alles. Beim Dorf, also bei der Stadt, hat sich noch nicht so viel geändert. Habe ein paar Häuschen gebaut. Zuerst mal ein Wachhaus und jetzt bin ich an einem Polizeirevier. Das ist einfach so. Die Anfangsgebäude sind, bevor die Wohngebäude kommen, und dann die Straße mit den Pokémon Center, Pokémon Markt und Arena. Jo. Dieses Haus hier wurde abgerissen, das war eben Olivers Haus, der zweite OP, weil es gegrifft wurde, und jetzt ist es ein bisschen weiter hinten. Und ja. Aber das zeige ich jetzt nicht, das ist jetzt erst ein Bau und ja, es ist sowieso unerreichbar für normale User. Darum zeige ich es jetzt gerade nicht. Aber ihr könnt es gerne anschauen, wenn ihr auf den Pixelmon selber kommt. So, dann haben wir hier die Psycho-Arena von Oliver. Also Pokémon Arena 4 für Level 30 bis 45. Und Leiter ist Starsegen. Ach ja, wir werden alle Arenen machen. Für alle Orten. Jetzt schauen, wo die sind. Hier, Badges. Wir werden alle Arenen machen, je nachdem, wie viel, ja, wie hoch eigentlich die, also wie gut die Typen sind, desto höher die Arenen natürlich und desto fortgeschrittener. Und dann gibt es natürlich noch die Pokémon Liga. Zuerst ein Turnier und die Besten kommen dann in die Pokémon-Liga. Und können Pokémon-Champion werden. Exklusiv hier auf unserem Server.
oder vielleicht auch nicht exklusiv. Aber vor allem haben wir so die Idee von uns selbst gehabt, weil wir einfach wollen, dass jemand ein Champion ist und natürlich auch ein bisschen Ruhm bekommt, weil auf den meisten Servern einfach der Ruhm ein bisschen zu wenig kommt und dadurch auch sehr viele Spieler nicht sehr motiviert sind und natürlich dann griefen und sonst andere Sachen machen. Ja, das ist jetzt einfach mal der Prototyp dieser Arena. Er wird hoffentlich noch ein bisschen schöner. Und ja, in der ersten Spawnia-Stadt gibt es auch einen Orten. Eventuell wird das dann der letzte Orten, wie es bei Pokémon Rot, Blau und Gelb war. Und ja, das wird jetzt einfach mal eine ziemlich prächtige Stadt mit allem drum und dran, damit ihr ein bisschen auch etwas am Spawn habt. Aha, du Bugs also hier drinnen. Okay, ja, einfach mal dieser Wald wird hier das erste, die erste City. Und ja, im Pokémon-Style natürlich. Ja, und eben, wie gesagt, im ersten News-Part, ihr dürft gerne einen Namen für diese Stadt suchen. Momentan heißt sie Spawn City. Und ihr werdet natürlich auch Ballon dafür. So, ja. Es ist richtig eine super Welt. Zwar ist das Spawn nicht gerade gut, weil Meer in der Nähe ist und dann ein See. Aber es gibt alle Biome ringsum. Das heißt, alle Pokémon sind eigentlich erreichbar. Und die Spawnrate wurde erhöht. Unterirdisch gibt es auch Pokémon und irgendwie im Himmel sollte auch Pokémon sein, also vor allem habe ich das so eingestellt, keine Ahnung. Jo, und hier habt ihr dann noch die Beschreibungen, und hier die Wegweise, was wo ist, und dann gehen die Routen so von Arena zu Arena, könnt ihr einfach weitergehen. So wie beim Pokémon-Spiel gibt es dann auch Seitenareas. Und ja, offizielle Farmgebiete und so weiter. Ja, also das wär's schon mal mit der zweiten Folge. Die dritte Folge kommt vielleicht schon bald. Wir sind schon relativ viele Leute auf dem Server. Und ja, ich bedanke mich für jeden weiteren Zuschauer oder, wie gesagt, neuer User auf dem Server. Und ja, mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Ich werde ja weiterhin News-Folgen machen und ja, damit wäre die zweite Folge schon wieder fertig und bis dann. Tschüss.